Vorstell mal gerade gar nichts. Da sind wir eigentlich noch auf. Das muss aus den Ställen kommen, Holmes. Aus den Ställen kommen. Ah, das Geschrei. Ja, hier war Geschrei. Scheiße, Geschrei. Schnell. Schnell. Wo sind die Ställe? Hallo? Er geht nicht zu den Ställen. Ist eigentlich so leise. Ja. Stelle. Wann ist die Stelle? Sie haben die Tür verriegelt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sie aufbrechen. Schnell, Watson. Wir müssen etwas finden, das als Rambock dienen kann. Wir müssen rasch handeln, Holmes. Watson, das hier könnten wir als Rambock für die Tür benutzen. Dann los. Das muss aus den Ställen kommen, Holmes. Wenn ich nicht unterbrechen würde. Oh, Scheiße. Was macht die denn da? Oh no. Watson, kümmern Sie sich um sie. Warten Sie, Holmes. Es wurde eine Nachricht an dieser bedauernswerten Frau befestigt. Er will jetzt ein schwarzes Dienstmädchen. Letzte Warnung, Mr. Holmes. Holmes, sie steht noch unter Schock. Ich muss bei ihr bleiben. Okay. Bleib du da. Dann kann ich wieder hoch ins Zimmer. Mein Gott. Sowas am späten Abend, das kann man nicht gebrauchen. So, jetzt sind wir hier. Arneson sollte auf diesen Bildern zu sehen sein. Ein herrliches Stück. Ich muss sagen, das ist der Höhepunkt dieser Ausstellung. Aber das könnte mir noch nützlich sein. Was war das denn? Warum? Ich sehe niemanden verdächtigen. Ja, hier ist etwas. Was ist das? Dieses Bild ist unheimlich. Es ist vor allem riesig. Hier was machen? Nee, ne? Ja, hier ist etwas. Ist denn das überhaupt? Kann ich das einsetzen? Ja, hier ist etwas. 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 Merkwürdige Zeichnung. Da steht, nur die besten Revolverhelden verdienen die besten Waffen. Da steht, nur die besten Revolverhelden verdienen die besten Waffen. Und jetzt?
Blitz ist hier auch auf. Fehlt der Thron. Dieser Arne-Sohn hat wirklich Sinn für Humor. Er und seine Freundin stehen sich sicher sehr nahe. Vielleicht hat sie Informationen. Ja, hier ist etwas. Genial. Wenn man auf dem Stein steht, wird ein Mechanismus aktiviert. Aber kann ich nicht, oder ist alleine? Ich tue es draufstellen. Ja, hier ist etwas. Nee. Aha. Okay. Oh, was hat sich verändert? Bestimmt befindet sich etwas hinter diesem Fresko. Dieses Loch muss zu einem Mechanismus gehören. Da können wir jetzt... Nichts kann einen erfinderischen und logischen Geist aufhalten. Okay, hier ist das wahre Zimmer verborgen. Da passiert gerade nichts. Dass die nochmal zurückkommen. What? Ein Schuss aus diesen Waffen würde einen Elefanten erledigen. Leider ist das Metallgitter zu stabil, um einzubrechen. Ach, da. So, was? Ein Elefanten? So groß. Naja, wenn er meint. Brief der Agentur Northward, Boston. 1894. Werter Herr, ich habe Ihren Brief mit großer Überraschung und großem Interesse gelesen. Die Verbindung zwischen Ihrem Angestellten und der Angelegenheit, die uns beschäftigt, ist kein Zufall. Bevor ich Ihre Fragen beantworte, muss ich Sie bitten, uns dabei zu helfen, jedes Risiko zu vermeiden. Je höher die Summen sind, um die es geht, desto skrupelloser werden die Verbrecher. Diese Leute haben kein Mitgefühl und gehen ohne jede Rücksicht vor. Und wie Sie wissen, ist die Summe, um die es hier geht, beträchtlich. Ich habe unsere Kunden kontaktiert und ihr Angebot unterbreitet. Sie akzeptiert es ohne Bedingungen. Sie wissen ja, die Rückerstattung der gestohlenen Waren ist nicht unser einziges Ziel. Unsere Agentur fügt der vereinbarten Summe einen hohen Bonus hinzu, wenn ihre Anstrengungen entscheidend zur Lösung des Falls beitragen. Leider ist der verantwortliche Angestellte, den Sie bereits kennengelernt haben, gerade in Europa. Seien Sie versichert, dass er Sie bei seiner Rückkehr sofort kontaktieren wird. Sollte in der Zwischenzeit irgendetwas von Bedeutung geschehen, geben Sie mir bitte unverzüglich Bescheid. Mit freundlichen Grüßen, E. Spears, Direktor der Agentur Northward. Sehr interessant. Ashmat hat versucht, diese Männer, die unsere Sprache nicht sprechen, kennenzulernen und sich mit ihnen anzufreunden. Hauptsächlich sind es Chinesen, Indianer von unterschiedlichen Stämmen und Afrikaner. Er sagt, er möchte ihnen die Sprache beibringen, sodass sie vielleicht eine andere Arbeit finden können. Aber wo? Colin hörte, wie er am Tor mit einem Fremden sprach. Für einen Gärtner hat Colin ein gutes Gedächtnis und ein gutes Ohr. Hier das Gespräch, soweit er sich daran erinnern konnte. Suchen Sie nach den Netzen des alten Sam. Fahren Sie am Teufelsfelsen vorbei. Biegen Sie vor der Quallenbaum links ab. In dieser Nacht werden sie nicht hungrig sein. Singen sie den Ruf hoch und kräftig, damit sie sie erkennen. Ein Fischer erzählte mir, dass er oft spät abends alleine im Sumpf war. Deshalb sieht er so ungepflegt aus und ist morgens nie da. Ich bin sicher, dass dort im Sumpf etwas sehr Wichtiges verborgen ist. Ich hätte nicht mit dem Sheriff sprechen sollen. Seitdem ist Ashmat distanziert und vorsichtig.
Ich habe es satt. Wenn er mir nicht sagt, was ich wissen will, werde ich ihn heute Abend darauf ansprechen. Bei Gott, dieser Schuft wird mir alles erzählen, was er weiß, sonst schmeiche ich ihn raus und melde ihn den Behörden. Okay. Wie trostlos. Der Sumpf. Wir müssen uns beeilen, denn heute Nacht müssen wir unbedingt dorthin. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Dieselbe Frau wie auf dem Trophäenfoto. An Eurel. Eurel, mein Liebling, dieser Strauß wird für immer Symbol unserer Liebe sein. Lucy. Errol. Ach, warum ist der farbig? Geht denn das? Richtige Filter hier. Okay. Ja, ich glaube. Ach, jetzt gehe ich wieder. Ach so, muss ich die nicht mitnehmen? Hübsche Zitronen. Oh, Scheiße. Vielleicht ist es an der Zeit, sich um diesen jungen Mann zu kümmern. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Watson, du alter Watson, bist im Stall wie ein Pferd. Hallo. Ja, Watson, lesen Sie das. Es wirft Licht auf ein finsteres, böses Unternehmen. Ja. Arneson stand in Kontakt mit der Agentur Northwood. Er wollte sie über die Aktivitäten von Ashmat informieren. Aber warum? Weil sein Diener heimlich genau den gestohlenen Schmuck verkaufte, nachdem diese Agentur suchte. Wie geht es ihr, Watson? Sie wird eine Weile kaum sprechen können. Sie ist nur knapp davongekommen. Kann sie gehen? Ja. Warum fragen Sie? Kommen Sie mit. Ihr Bruder ist hinter dieser Tür, Fräulein. Er ist verwundet, aber nur oberflächlich. Es ist extrem wichtig, dass er schnell diese Tür öffnet. Können Sie ihn rufen? Vielleicht lockt ihn das heraus. Davy. Davy. Junger Mann, ich weiß, dass Sie mich hören und verstehen können. Wir sind auf Bitten Ihrer Schwester hier, die jetzt bei uns ist. Sie macht sich große Sorgen um Sie und das zu Recht. Der Mann neben mir ist Arzt. Er wird sich Ihre Wunde ansehen und Ihre Schmerzen lindern. Bitte kommen Sie heraus, dann wird alles gut. Mach die Tür auf, Davy. Dieser Gentleman sagt die Wahrheit. Komm schon, mach die Tür auf für Jula. Fräulein, Sie sollten etwas zu essen für Ihren Bruder besorgen. Er muss sehr hungrig sein. Sind Sie fertig, Watson? Ja. Sehr schön. Bitte haben Sie Verständnis, mein junger Freund. Und auch Sie, Miss Jula. Wir sind hier, um eine Angelegenheit zu lösen, bei der das Leben vieler Menschen auf dem Spiel steht. Außerdem haben wir nur sehr wenig Zeit, um Sie zu retten. Zu Ihnen, junger Mann. Sie wissen einige sehr wichtige Dinge. Sie müssen uns alles sagen und nichts auslassen. Aber wovon? Hören Sie mir zu, ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Davy, vor 5 Tagen wurden Sie durch Geräusche aus dem Esszimmer geweckt. Zuerst hörten Sie die Stimme des Gärtners und dann einen lauten Schlag auf den Boden. Sie standen auf und nahmen die Kerze, die schon brannte. Dann gingen Sie in das Esszimmer. Auf dem Weg fanden Sie etwas auf dem Boden und hoben es auf. Es war wahrscheinlich ein Stück Papier. Danach gingen sie zur Tür des Esszimmers und sahen die Leiche von Colin, dem Gärtner, in einer Blutlache. Außerdem sahen sie Ashmat, den anderen Diener, der Mr. Arneson, anscheinend tot, zur Tür schleppte. Ashmat sah sie, stach mit dem Messer nach ihnen und erwischte sie am Arm. Als er sah, dass sein Stich sie nicht getötet hatte, hob er sein Messer, um erneut zuzustechen und den einzigen Zeugen seines abscheulichen Verbrechens zu beseitigen. Aber etwas lähmte seine Hand. Der Gegenstand, den sie aufgehoben hatten, war weitaus wichtiger. Er hielt inne, um ihn zu entreißen, was ihnen die Gelegenheit verschaffte, wegzurennen und sich in ihrem Zimmer einzuschließen. Aber wenn sie dabei waren, warum haben sie nichts getan? Mr. Holmes war nicht dabei, Fräulein. Aber wenn er sagt, dass die Dinge so waren, sollten sie ihm ohne einen Zweifel glauben. Dann sind sie so etwas wie ein
Zauberer. In gewisser Weise. Davy, sagt dieser Mann die Wahrheit? Ist es so gewesen? Die guten Männer haben uns beide gerettet. Tu, was er dir sagt, Davy. Hören Sie auf Ihre Schwester, junger Mann. Also, Davy, können Sie sich daran erinnern, was auf diesem Stück Papier stand? Denken Sie genau nach. Halt. Watson, Ihr Notizbuch. Achten Sie auf alles, was er zeichnet, und kopieren Sie es genau. Ach, nö. Ah, sind... Nee, das ist ein Slash. Holmes, können wir diesen Zahlen vertrauen und einen Sinn daraus ziehen? Ich meine, wenn man das Leiden dieses Jungen bedenkt... Ach, dieser Junge. Er ist merkwürdig, nicht wahr? Watson, begleiten wir ihn und seine Schwester zu ihrem Arbeitgeber. Hier wohnen die Gallaghers. Vielen Dank. Miss Eula, wir haben Ihnen zu danken. Passen Sie gut auf Ihren Bruder auf. Watson, wir müssen uns beeilen. Der Feind ist nah und wir müssen noch einen weiteren Ort untersuchen. Ja, Watson, wir müssen hier hindurch. Bevor wir uns weiter voranwagen, müssen wir einen Schutz vor dieser gnadenlosen Insektenhorde finden. Warten Sie hier auf mich. Ja, ich... Hä? Vielleicht muss ich mit dem Messer. Könnte ich jetzt endlich eine Zitrone abschneiden muss. Ich wollte den ja einfach wieder mitnehmen, aber... Das hat er nicht gemacht. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Aha. Super. Konnte er nicht abreißen, ne? So, wie war was... was? Watson, reiben Sie sich mit Zitronensaft ein. Er wird Sie vor den Mückenstichen schützen. Kennen Sie einen ähnlichen Trick, um das Eindringen von Kugeln zu vermeiden? Den werden wir nämlich bald brauchen. Ach, Quatsch. Hier ist niemand. Können wir jetzt hier durch? Tatsächlich. Wow. Hier gibt es Anzeichen eines Kampfes. Vielleicht hat Arneson das Bewusstsein wiedererlangt und sich gewehrt. Blut. Und zwar in großer Menge. Diesem Busch fehlen die unteren Blätter und er ist ein wenig herausgerissen. Jemand hat sich am Gestrüpp festgehalten und wollte nicht wieder loslassen. Sein Gegner konnte ihn wegen seines festen Griffes nicht bezwingen und muss seine Hand abgetrennt haben. Ich würde sagen, die rechte. Wie furchtbar! Ich würde eher sagen, wie entschlossen. Das war's? Ich musste nicht messen. Ein Boot hat hier gewartet. Watson, anscheinend führen alle Spuren in den Sumpf. Wie kommen wir dorthin? Wir müssen diesen Fischer finden, der bei den Docks, der uns Informationen gab. Er könnte uns helfen. Sie haben ganz recht, Watson. Außerdem wäre es klug, einer jungen Frau einen Besuch abzustatten. Einer jungen Frau? Einer jungen Frau? Laufen Sie, Watson! Laufen Sie! Wir haben Sie abgehängt, Holmes. Bestimmt nicht, Watson. Sie gaben die Verfolgung erst auf, als Sie sahen, dass wir auf den Hafen zuhielten. Offenbar haben Sie Befehl, Eindringlinge nur im äußersten Notfall zu töten. Soll mich das beruhigen? Weiß ich nicht. Hä? Muss ja auch da hinge hin. Hallo. Guten Abend, Sir.
Wir möchten eine kurze Fahrt auf dem Fluss unternehmen, in den nahen Sumpf. Himmel, nur ein Narr würde nachts in diesen Sumpf fahren. Kommen Sie morgen wieder, dann bringt der alte Champagne Sie hin. Ganz bestimmt. Nein, Sir. Es ist von größter Bedeutung, dass wir heute Nacht noch in den Sumpf fahren. Da kommen Sie nur hin, wenn Sie ein Boot haben. Ich kann Ihnen das Boot verkaufen. Aber ich sage Ihnen gleich, Sie müssen allein in den Sumpf. Ich glaube, wir können eine Art Bezahlung finden, die Sie zufriedenstellt. Wir kommen wieder. So, der wollte doch Champagner, ne? Wird das hier die Kosten für ein Boot decken? Die wurden nicht richtig gelagert. Jetzt sind sie ganz warm. Dafür kriegen sie nur die Planken von dem Stapel da drüben. Und eine ihrer Laternen. Verkauft. Was haben Sie damit vor, Holmes? Wollen Sie ein Floß bauen? Oh nein. Komme ich nicht durch. Sollen wir haben Planken. Gibt's hier einen Krieg? Guten Abend, ihr Süßen. Ihr wollt ein bisschen Spaß haben, ja? Nun... Nein, Madame. Wir möchten nur mit einer Ihrer Damen über eine äußerst dringliche Angelegenheit sprechen. Natürlich, Schätzchen. Wie viel Geld wolltest du denn ausgeben? Die Sache ist die. Madame, ich muss protestieren. Es ist nicht das, was Sie denken. Die Angelegenheit ist äußerst dringend und nicht im Mindesten fragwürdig. Oh, sicher. Ich verstehe schon. Ich weiß alles über diese dringlichen Angelegenheiten, die ihr Kerle mit den Mädchen zu besprechen habt. Aber bevor ich kein Geld von dir sehe, scheren sich du und deine dringende Angelegenheit lieber fort von hier. Zumindest seid ihr zu zweit. Da könnt ihr euch immer noch gegenseitig zur Hand gehen. Was hat sie gerade gesagt? Diese Amerikaner haben solche blumigen Ausdrücke. Blumig. Guck mal hier. Blumen. Guten Abend, ihr Süßen. Ihr wollt ein bisschen Spaß haben, ja? Nun. Nein, Madame. Wir sind hier, um einer ihrer Damen diesen Blumenstrauß zu geben. Sie wissen, von wem ich rede. Wir müssen ihr etwas sehr Wichtiges sagen. Ja, Katze, schön vor dem Bildschirm. Dass man nichts mehr sieht, das ist richtig. Guten Abend. Haben Sie diese Blumen gebracht? Wer sind Sie? Ja, wie sind Sie? Was ist mit... Mr. Arneson? Wir wissen noch nicht genau, was mit dem Gentleman passiert ist. Aber wir sind hier, um es herauszufinden. Hören Sie, Miss... Lucy. Meine liebe Miss Lucy, mein Freund und ich sind extra aus England angereist. Sie haben uns heute Morgen vielleicht mit dem Sheriff zusammen gesehen. Arbeiten Sie für ihn? Nein. Tatsächlich verdächtigen wir ihn, unsere Ermittlungen zu behindern. Unser Fall hat entfernt mit Mr. Arneson zu tun, also sind wir zu seinem Haus gegangen, um mit ihm zu sprechen. Dort haben wir Beweise gefunden, dass er entführt und dass einer seiner Diener ermordet wurde. Entführt? Aber warum? Ich weiß es nicht, aber die Zeit läuft uns davon. Bitte erzählen Sie uns, was Sie über Mr. Arneson wissen. Und lassen Sie nichts aus, Miss Lucy. Selbst die unbedeutendste Tatsache könnte von großer Wichtigkeit sein. Er ist so ein netter Mann. Und er hatte versprochen, dass wir im Herbst heiraten. Kam vor etwa 2 Jahren nach New Orleans. Er ist Jäger und wollte nur ein paar Wochen bleiben. War hinter etwas in den Sümpfen her, weiß der Himmel was. Dann begegneten wir uns hier. Ich hatte gerade erst hier angefangen, wissen Sie? Madame sagte, sie würde mich nur gehen lassen, wenn all meine Schulden und eine Entschädigung für mich bezahlt würden. Vor ein paar Wochen sagte Errol, ich meine Mr. Arneson, dass sie die Lösung hätte. Vielleicht hatte er das Geld und wurde von Leuten entführt, die es darauf abgesehen hatten.
Für die meisten hier in der Gegend wäre das ein kleines Vermögen. Und Sie wissen, wo er es versteckt haben könnte? Oh, das Geld ist mir egal. Wenn ich dafür Arrow zurückbekomme, gebe ich es gerne her. Er hat mir einen Geheimraum im ersten Stock gezeigt. Er schießt mit einer Pistole, um ihn zu öffnen. Er sagt, dass nur ein guter Schütze das schafft. Hinter der Wand ist ein Schrank mit Waffen und einem kleinen Kästchen hinter einem großen Gewehr. Da ist sein Geld drin. Um die Schranktür zu öffnen, benutzt er den Siegelring, den er an der rechten Hand trägt. Aber wie kann Ihnen irgendwas davon helfen? Sie haben ja seinen Ring nicht. Sie haben uns mehr geholfen, als Sie glauben, Miss Lucy. Wenn Mr. Arneson noch am Leben ist, bringen wir ihn zu Ihnen zurück. Kommen Sie, Watson. Siegelring hatte dieser scheiß Waschbär da. Statten wir diesem Arneson einen Besuch ab, Watson. Hä? Wie? Der ist doch entführt. Oder soll ich da wieder zum Haus? Wieso kann ich keine Karte öffnen? Ach, ich muss vom Boot runter. Das macht Sinn. Soll ich da hin oder was? Wären Sie so freundlich, mir zu erklären, warum wir mit diesen Holzplanken hierher zurückkommen? Wir suchen einen Siegelring, Watson. Und wie können uns diese Planken dabei helfen? Wir müssen die Hand wieder beschaffen, die ihn trägt. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, ihren Finder anzulocken. Aber von wem reden Sie denn nur, Holmes? Ein Kackwaschbär. Oh nein. Bären? Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Ist das ein Waschbär oder nicht? Kann ich kein R hier? Ah, doch, kann ich wohl. Ich kann es auch anklicken. Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Dann weiß ich es nicht. Ich komme ja nicht mehr zurück. Sie meinen es gut, mein Lieber. Wow. Sie meinen es gut, mein lieber Watson. Ich kann halt nicht mehr in meine Bücher gucken. Ach doch, Rechtsklick. Hinweise. Was hier verstand. Gott, da ist der wahrscheinlich des Holmes. Hä? Waschbär, sag ich doch. Waschbär. Die Tatsachen sprechen für sich, Watson. Der Schlüssel, der Arnesons Schrank öffnet, ist der Siegelring, den er gewöhnlich an der rechten Hand trägt. Das war genau die Hand, die einer seiner Entführer abtrennte, während der arme Mann sich an dem Busch festhielt, den wir auf dem Weg zum Fluss sahen. Zufällig werden Waschbären von Aas angezogen und finden auch oft Gefallen an glänzenden Dingen. Ohne Zweifel hat sich einer mit unserer fehlenden Hand und ihrem Ring aus dem Staub gemacht. Ich habe Waschbärspuren in der Nähe gefunden und zweifellos haben sie ein Nest hier in der Gegend. Finden wir die Waschbären, finden wir auch unsere Hand. So wie Sie das sagen, erscheint es ganz offensichtlich, Holmes. Es ist die einfachste Sache der Welt. Aber jetzt müssen wir einen Köder auslegen, damit der kleine Kerl herauskommt und uns zu seiner Höhle führt. Der Schinken. Es gab doch den Schinken.